Alle sagen mir immer, Lars, du hast zu wenig Ausdauer. Scheiß auf die Ausdauer. Yes. Sehr gut. Nice. Hallo, 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 weiter geht es mit Shakes and Fidget. Willkommen dazu. Ich bin der Lars und ich begrüße ganz herzlich zum Tagebuch auf Server 33. Wir starten jetzt hier voll durch, weil wir jetzt die Besten sind. Nein. 200 Pilze, Rang 42. Noch nichts ins Klöchen reingeknallt. Deswegen schnell dahin und schnell was reinknallen. Doch, habe ich schon. Ah, verdammt. Ich habe ja gestern die Aufnahme nach 0 Uhr gemacht. Das bedeutet, ich habe quasi wieder einen Tag verpasst mit, mit dem Klo. Entschuldigung. Ich werde dann morgen auf jeden Fall, beziehungsweise in 20 Minuten ist morgen, werde ich dann was reinschmeißen. Und zwar das Epic. Ja. Das Epic ist die Planung. Das wird dann reingeschmissen. Das kann dann hier weg. Das kann weg. Moment, die Schuhe, 196, die sind doch besser. Lars, schmeiß die einfach mal weg. Die sind schon besser. Weg damit, wunderbar. Der Gürtel wollen wir noch behalten für Intelligenzgegner. Ich weiß ja nicht. Waffenladen noch gar nicht durchgeschnuppert. Was haben wir denn hier? Intelligenzglück, nö, im Zauberladen. Intelligenz, auch kein. Doch hier, 200, 192. 192, 195, 200 habe ich ein Epic. Nee, nee. In der Gilde bringt es auch fleißig, wir haben den 11. Raid geschafft, das heißt, wir haben jetzt 122% geskillt. Habe ich schon, weil ich Livestream gemacht habe und weil, bevor ich jetzt das ganze Gold verliere im Livestream, habe ich lieber geskillt. Habe aber ein bisschen bekommen, wie man sieht, durch Kämpfe, die ich gewonnen habe scheinbar. Jetzt gehen wir ein bisschen hoch, wunderbar. Arena Cup machen wir auch mal eben gegen den Vinim. Hallo Vinim, das war ja wohl der todesknappe Kampf des Todes. Das war natürlich sehr knapp. Not nice. Oh Mann, ey. Egal, Rang 48 ist mir wurscht. Ich spiele eh nicht auf der Ehrenhalle. Und hat gesagt, Lars spielt auf der Ehrenhalle. Nee, kann ich nicht, weil ich zu kacke bin. Wir gehen ab in den Dungeon. Die Alu ist komplett fertig. Wie gesagt, 300 Alu. Und als nächstes, lass mich doch nicht lügen, kommt der Gremlin oder doch der Höhlenzyklop? Mr. Höhlenzyklop, Sie sind Level 138, 144 und 100... 54, das heißt 138 kommt dann. 138, das ist eine sehr schöne Zahl, aber ich glaube 2600 Stärke, der ist es. Alle sagen mir immer, Lars, du hast zu wenig Ausdauer, scheiß auf die Ausdauer, yes! Sehr gut. Nice. Da geht er down, das gefällt mir auf jeden Fall. Da ist er tot, ist der Browser noch auf Maximum eingestellt? Ich hoffe doch mal, ich muss glaube ich ein bisschen leiser machen. Shakes and Fidget läuft auf jeden Fall. TS ist auch an und Benny Cam. Wer das erwartet, damit nehme ich gerade auf. Das hat Daumen wunderbar. Rang, beziehungsweise immer Level 106 haben somit den Dungeon Nummer 66. Was war der jetzt? 144. Der andere war 154. 144 ist der grausige Gremlin. GG nennt man ihn auch gerne. Den G-Punkt. Den G-Punkt Gremlin. Aber der G-Punkt grausiger Gremlin will leider nicht fallen. 2700, das ist schon eine Hausnummer. Natürlich ein Geschickboy. Von daher natzt er uns halt gerne weg. Müssen wir mal gucken hier. Komm, 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 komm. Oh, au, 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 au. Ja, komm. Oh, lass mich doch mal anfangen. Dankeschön. Aber dann möchte ich gerne auch so einen guten Try haben. Am Wochenende ist Lehrmeister-Event und laut dem Forum, wo ich eben nachschaue, wo ich da nicht rein kann, ist, glaube ich, kein Pilzdealer-Event. Das bedeutet, ich habe die Arschkarte. Das kann man sagen. Ich habe gehofft auf dieses Wochenende auf Pilzdealer-Event. Das bedeutet 20% mehr Pilze. Und es kommt nicht. Der Lars geht pleite, Leute. Der Lars geht pleite. Und ich weiß nicht, wie ich das regeln soll. Ich kann doch nicht immer aufladen, obwohl kein 20% ist. Und nächste Woche ist dann 20%, dann habe ich noch genug Pilze. Ist doch immer kacke, sowas. Das passt mir auf jeden Fall nicht. Meine Planung von den Pilzen auf Server 33 ist zurzeit nicht gut. Ich möchte eigentlich mit dem bestimmten Betrag immer für einen Monat auskommen. Auch im Tagebuch, aber wie man sieht, das wird scheinbar nichts. Lass es wieder kacke. Komm, grausiger Gremlin. Ich muss eh Pilze aufladen. Nein, komm. Ist da grausiger Gremlin? Bitte, bitte, komm, komm. Ist da grausiger Gremlin? Sie gucken mich so mit ihren großen, ekligen, hässlichen Augen an und die sagen mir, dass du fallen möchtest. Er will aber nicht. Er will einfach nicht. Oh Mann. Wollen wir den Rest nochmal auf Ausdauer eben schnell skillen oder allgemein wegskillen? Hier ein bisschen rein, vielleicht da und dann nochmal auf Geschick. Ist halt ein Geschickgegner. Aber die drei Punkte auf Geschick oder zwei machen es ja wohl aus. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn von der Spotify-Werbung? Nice. Sehr geil. Alle Attribute-Handschuhe und ein Epic, Leute. Wir haben... Ich kann es gar nicht fassen. Ich falle hier gerade in Tränen aus. Wir haben etwas Brauchbares auf Server 33 bekommen. Da klatsche ich mit meinem Penis auf den Tisch. Gibt's ja gar nicht. Epic-Handschuhe. Und wir bekommen die Werte, die wir brauchen, nämlich alle. 26% Crit.
es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum auf Server 33, wo ich einfach nicht aufwachen möchte. Normalerweise sagen jetzt alle, Lars, nur so wenig, 26%. Leute, wir hatten immer unter 20%. Der Traum ist jetzt über 25%. Ab, beziehungsweise über 30, sind wir gottgleich auf Server 33. Es läuft sehr gut. Anführungsstrichen. So, wir haben jetzt den Feuerelementar. Der ist Level 142. Und Level 142, Level 154. Dann kommt 142 natürlich. Und der ist 150. 142 ist der nächste. Das ist der Feuerelementar. Na. Der geht auch down. Sehr schön. Das gefällt mir auf jeden Fall auch. Nice. Wir klatschen so einige Dungeons um. Das finde ich cool. Jetzt kommt der grausige Gift-Gremlin. Denkt daran, 100% Chance auf ein Epic. Ich glaube, das Blatt hat sich echt gewendet auf Server 33. Es geht echt voran. Ich bin echt positiv überrascht, wie geil das gerade hier läuft. Das ist ja unnormal. Also so viel Dungeons klatsche ich normalerweise in der ganzen Woche bei Server 33. Und jetzt alle hier? Was ist denn los mit den Dungeons? Wenn der jetzt noch fällt und wir bekommen noch ein brauchbares Epic, dann raste ich völlig aus. Dann raste ich völlig aus. Andere würden jetzt durchdrehen, wenn sie eine Epic dafür bekommen. Ich nur, wenn ich ein Epic bekomme, wo nicht Glück drauf steht. Dann bin ich schon glücklich. So, lass mich bitte anfangen, wenn er überhaupt fällt. 2-8, das ist Geschickgegner, ne? Das ist normalerweise eine ziemlich krasse Hausnummer. Wir gehen auf 1400, auf 140 Pilze, dann lass ich sein. Vielleicht haben wir den Lucky Hit, den Lucky Try. Wir können ja eigentlich kurz nochmal skillen. So ein bisschen. Den Rest noch hier auf Geschick. Ob das irgendwas ausmacht, ich weiß es doch nicht. Unsere Nebenattribute sind eh viel zu hoch, aber wir versuchen es nochmal. Oh! Immer der Try nach dem Skillen ist ziemlich gut. Leute, ich kann durchdrehen. Ich kann durchdrehen, ich werde es aber nicht. Oder doch? Wow. Oh, ist das gut. Und darauf ist mein Arsch wieder eingeschlafen bei diesem behinderten Stuhl. Egal, ich freue mich, richtig geiles Update. Jawohl, schon. Und wir haben jetzt 2 Epics fürs Klo. Oh, wie geil ist das denn? Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben den auch noch dann 26,32% Crit. Wir haben so viele Dungeons wie nie zuvor geklatscht auf einmal. Das ist ja unnormal. Jetzt kommt der hier, 146 gegen 154. Was? Was gehen die gerade alle so down? Hab ich was gerade nicht mitbekommen? Was ist hier los? Warum verrecken die einfach so alle? Was sind das für Tries? Der kann ja auch noch fallen. Oh, komm, man fällt weiter. Ich meine, warum denn nicht? Wenn wir gerade dabei sind, ich habe da gar keine Probleme mit, weiter umzuklatschen. Und jetzt nur so Kack-Tries, gerade auf 1%. Und jetzt fällt er gar nicht mehr jetzt. Das war gut. Da sieht man wieder, Magier mit Crit kann halt einiges reißen. Komm schon. Ohohoho, komm schon. Komm schon. Ich habe mir schon Hoffnung gemacht. Aber der wäre drin mit ein paar Pilze. Aber mit ein paar mehr Pilze nur. Der Kollege hier mit Stärke ist halt eigentlich stärker. Mit Stärke. Die hat mehr Stärke, der hat stärker Gegner. 2-7. Ihr seht es, 146, der ist doch noch lauer wie der andere. Uiuiuiui. Mein junger Herr, wollen Sie fallen? Ich gehe auf jeden Fall auf 100 Pilze hier bei dem hier. Auf 100 Pilze, das wird der Kill sein. Ich hoffe es doch mal. Bitte, 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 bitte. Noch 15, 14 Versuche. Och Mann, jetzt fang nicht die ganze Zeit an. Ja, das war scheiße. Ja, das war auch kacke, bitte. Ja, jetzt komm, oh nein. Oh nein. Oh, verdammt. nicht schon wieder die Scheiße. Warum fängt das schon wieder so an? Ach nö, hör bitte auf damit. Mr. Dungeon-Gegner, fall doch einfach um, ich bitte Sie. Jetzt komm. Konzentration, Lars. 3 Versuche, 2. Der letzte Versuch. Ich schaue mir komplett an, mal schauen, ob es das wird. Okay. Boah, er macht harte Hits. Wir critten nicht. Fuck. Oh! Nicht critten, crit! Ja! Oh mein Gott, haben wir viele Dungeons geschafft heute. Ach du heilige Scheiße, das war richtig gut, das gefällt mir und gibt wieder ein. Nice. Sehr schön, ich muss übrigens gerade noch rübsen, Entschuldigung, war gewollt, Schulz. Und wir haben den nächsten Dungeon auch noch da und 179 Dungeon-Etagen. Da muss ich mir mal gerade eben selber auf die Schulter klopfen. Dankeschön. Ist gut, bleibt dabei. Wir können den Fred auch noch schaffen,
Aber morgen ist ja auch noch ein Tag, ne? Und ich habe bald keine Pilze mehr. Haben einiges geschafft, haben sogar 2 Epics bekommen. Und 2 Epics ist mehr wie die ganze andere beiden Wochen zusammen, beziehungsweise die Woche. Von daher passt es. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wieder freuen über einen Daumen nach oben. Ich bin der Lars und ich sage nur eins. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Denn ihr seid ein super Haufen nicer Boys. Reingehauen und tschüss. Yay. Nice.